Heute machen wir einen leckeren Pasta-Teller. Den kannst du ganz schnell und ganz einfach selbst zubereiten. Zuerst kochst du die Pasta schön al dente. Anschließend gibst du Hüttenkäse oder Feta-Käse hinzu und danach zwei geschnittene Avocados. Für die Soße habe ich ein Käse-Tomaten-Pesto verwendet. Dann das Ganze noch gut würzen mit Salz, Pfeffer, Paprika, Oregano, Muskat und etwas Chili und danach schön kräftig durchrühren. Jetzt noch ein bisschen Kresse obendrauf und schon ist er fertig, unser leckerer Pasta-Teller. Guten Appetit und lass es dir schmecken! Wenn dir das Video gefällt, dann like es doch und abonniere meinen Kanal, damit du keine Rezepte mehr verpasst.